Der Alpspitzgipfel, tief verschneit. Wenn er raufschaut von der Bergwachthütte am Kreuzeck, muss Willi Kraus feststellen, in seinen 40 Jahren bei der Bergwacht Grainau hat er einen derart massiven Wintereinbruch noch nie erlebt, um diese Jahreszeit. Man sieht, dass da schon eine Nassschneelawine abgegangen ist im Oberkar, die wo eigentlich so über den Bereich, wo der Weg normal geht, schon drüber gegangen ist. Also man sieht, dass durch die Schneefälle vom Wochenende schaut es eher aus wie im Hochwinter momentan. Skitourengeher waren schon unterwegs, doch hier auf 1700 Metern an der Schneegrenze taut alles schnell weg. Während seine Bergwachtkollegen im Dienst Anfragen unsicherer Wanderer beantworten, welche Touren machbar sind, schaut sich Willi Kraus die Sache vor Ort an. Das Schachenhaus ist wieder erreichbar. Weiter oben im Wettersteingebirge aber kein Durchkommen zur Meilerhütte. Durch die Temperaturerwärmung schmilzt natürlich der Schnee auch wieder und dann, denke ich, wird sich die Lage auch wieder ein bisschen beruhigen. Wobei ganz oben im Hochgebirge, vielleicht über 2.000, 2.500 Metern, wird es schon noch ein bisschen erhalten bleiben, weil natürlich da so viel Schnee war, dass der nicht so schnell abschmilzt. Vor Bergtouren, sagt er, muss man sich in diesen Tagen besonders absichern, ob Hütten überhaupt geöffnet sind wie das Kreuzeckhaus. Und selbst bei Touren unterhalb der Schneegrenze beachten, dass auf oberhalb gelegenen Grasflächen Schnee abrutschen und gefährlich werden kann. Lawinengefahr gilt nicht nur für die Hochlagen. Weiter oben hat es halt durch das, dass während der Schneefallphase ein starker Wind war, hat natürlich in sämtliche Rinnen und Mulden den Schnee eingeweht und da ist halt die Gefahr von Schneebrettlawinen da. Schnee, sagt der Bergwachtler, birgt die Gefahr von Fußspuren, denen nachgegangen wird, obwohl sie vielleicht in unsicheres Terrain führen. Weil schneebedeckte Wege immer glatt und rutschig sind, sollte man sie besser meiden, bei so vielen unbedenklichen Wandermöglichkeiten in tieferen Regionen. Ich würde da schon allen raten, jetzt so mal sich noch ein paar Tage defensiv zu verhalten, wie zum Beispiel so Zugspitztour durchs Höllental, einfach zum sagen, okay, das geht halt jetzt einfach vielleicht auch heuer gar nicht mehr. Durch das, dass der Anstieg sehr viel im Schatten liegt und sie dann halt irgendeine andere Tour aussuchen. Übers Wochenende hat er Bereitschaftsdienst und die Lawinenausrüstung schon parat in der Hoffnung, dass sie nicht zum Einsatz kommen wird. Aus langjähriger Bergwachterfahrung appelliert er an die Vernunft. Die Berge, sagt er, sind im nächsten Jahr auch noch da.